Es gibt ja dumme Dinge im Internet. Schlechte Werbung, noch schlechtere Werbung. Katja K., die eine Pelzjacke von For Real Fabrics bewirbt und vor einem Jahr noch sagt, sie würde jetzt keinen Echtpelz mehr kaufen. Wie dumm kann man sein? Und dann kommt wirklich eine lange Zeit gar nichts. Und wenn man dann noch länger die Rampe Richtung Rektum runterrennt, trifft man irgendwann auf die Werbung von Coin Masters! Du musst das nicht tun. Doch, ich glaube, ich muss das tun. Das haben sich nämlich viele von euch gewünscht. Und ich habe mich jetzt wirklich lange mit Coin Masters beschäftigt und habe jeglichen Respekt vor mir selbst verloren. Also, bitte like dieses Video und teilt es mit eurem Haustier. Nein, aber ernsthaft, danke für euren Support und die ganzen Videovorschläge. Und bevor hier Mr. Artikel 13 Axel Mac Fossil sein Mixtape brennt, berufe ich mich jetzt auf das deutsche Leistungsschutzrecht. Ich werde heute also als Journalist journalistisch eine Werbung zermüllen. Journalistenmodus activated! Coin Masters ist ein Mobile Game von Moon Active, einem auf iOS und Android spezialisierter Spieleentwickler aus Tel Aviv. In dem Spiel geht es darum, das eigene Dorf aufzubauen, Münzen zu sammeln und andere Dörfer auszurauben. Dabei ist das Spiel mit über 10 Millionen Installationen und extrem positiver Bewertung sehr erfolgreich. Das Entwicklerstudio generiert nach Infos von Crunchbase etwa $200.000 Gewinn pro Jahr. Und das mit über 50 Mitarbeitern und nur einer Handvoll Spiele. Moon Active bietet das Spiel auch auf Deutsch an, aber haben keine deutsche Datenschutzbestimmung, was übrigens rechtlich eher so No-No ist. Wenn du nämlich Inhalte über das freie Internet für einen entsprechenden Sprachraum anbietest, muss auch die Privacy Policy entsprechend übersetzt vorliegen. Wisst ihr noch, wie das DSGVO damals das Internet zerstören wollte? Und es nicht geschafft hat, also Artikel 13, nur weil du kommst, heißt das nicht, dass du auch was kannst? Auf jeden Fall haben wir dem Scheiß zu verdanken, dass 90% der Spiele gar nicht so im Play Store angeboten werden dürften. Außerdem sammelt Moon Active bei Coin Masters nach eigener Aussage keine Daten von Kindern unter 16 Jahren und untersagt denen auch das Spielen ihrer Spiele. Und dann bieten sie das Spiel mit USK 6 an. Ja moin, Alter, klar! Münzen und Items kann man auch über Casino-Spiele, bei denen man zwar kein Echtgeld, aber Ingame-Währung gewinnen kann, erwirtschaften. Und man kann mit Echtgeld mehr Versuche kaufen. Ansonsten muss man nämlich eine ganze Weile warten. Sag mal, die Leute von der USK, die schreiben hoffentlich gerade mit, ja? Habt nicht mal, nicht nochmal Lust, so ein Video zu machen. Und jetzt kümmern wir uns um die Werbung von Coin Masters. Und ich meine damit jetzt nicht New Super Mario Bros. U Deluxe, was eigentlich Old New Super Mario Bros. U heißen sollte. I mean, come on, Shigeru. Auch wenn man in der Serie viele Coins sammeln kann. Man kann nicht einfach alte Spiele als neue Spiele verkaufen, okay? Okay, vielleicht könnt ihr das schon. Und ich werde sie kaufen. Du musst das nicht tun. Wir haben hier also eine Bootleg-Version von einem jungen Hugh Hefner namens Diego, der nicht will, dass sein Dorf zerstört wird. Kennt ihr den Sonic Obama Harry Potter Turnbeutel? So echt wie der ist Diego auch wirklich ein echter Schauspieler. Er hat dich nie wirklich geliebt. Greif sein Dorf an. Du konntest dich da nicht raushalten? Oh, ich habe dich geliebt. Okay, Moment, Leute. Ich rieche da ein Love Triangle. Ne, das ist wie ein Bermuda-Dreieck, nur mit Liebe statt Flugzeugen. Ne, bist da einmal drin, kommst du nicht mehr raus und stürzt ab. Also, sie ist mit ihm zusammen. Sie war mit ihm zusammen. Und sie ist mit ihr befreundet. Aber du mich nicht. Angriff. Alles ist weg. Alles ist weg, Leute. Sogar seine Schauspielkarriere. Oh Gott, nein. Und es fing so gut an. Ich dachte, du wärst meine beste Freundin. Oh nein, nein! Oh nein, nein! Das ist das emotionsloseste, schlechteste, traurigste, was ich jemals gehört habe! So unbeteiligt würde man nicht mal reagieren, wenn man an der Kasse wieder mal gefragt wird, ob man eine Payback-Karte hat! Entschuldigen Sie, geht das alles zusammen auf eine IKEA-Family-Card? Oh nein, nein! Oh nein, nein! Finden Sie Artikel 13 gut? Oh nein, nein! Jetzt hat also jeder jeden und überall. Freut mich. Na, da kann ich auch bei Mario Party spielen. Da zerstört man auch Freundschaften. Und muss wenigstens nicht Coin Masters spielen. Weiter geht's mit der nächsten Werbung. Neo wird am Telefon von Morpheus aus den Fängen der Agenten Smiths gerettet. Oder er spielt halt fucking Coin Masters, ein Mobile Game, was an sich schon wirklich kein High-Intense-Gameplay bietet. Da muss er ja keine APM-Machine für sein. Klaus macht sich hier einen schönen leckeren Kaffee und lässt die Tasse einfach auf einer Parallelen zum schiefen Turm von Pisa stehen. Und die fällt nicht runter. Ist Klaus in Wahrheit Dr. Stephen Strange? Ich meine, Marvel hat auch die Ape-Vengers gemacht. Ne, mit Spider-Monkey und Captain Ape-America. Es wäre also alles möglich. Psst. Das weiß ich nur, weil ich Nerd Factory abonniert habe. Während Klaus also auf seinen wohlverdienten Koffeinschock wartet, haut Dieter ihm die Macht. Von Mjölnir aus Thorang-Utans Hand. Um die Ohren. Thorang-Utan-Odinson. Thor als Affe. Oh Gott.
dann haut Klaus ihm aufs Maul. Na, wirklich kein Scheiß. Ne, erst lacht Dieter und dann gibt's auf die Fresse. Ich denk mir das nicht aus, okay? Leute, womit sollen wir eine Werbung für unser USK 6 Spiel machen? Wie wär's, wenn der eine Typ dem anderen auf die Schnauze boxt? Geile Idee, Bruder, so machen wir das. Hi Baby, ist Mami zu Hause? Hallo Baby, ist Mutter zu Hause? Das sind halt einfach Google Translate Sprachkenntnisse. Mal abgesehen von der Lippensynchronität. Nein, Katja, das ist kein Botox. Spricht offenbar Alexa hier mit Siri. Mutter. Oh, hast du gerade mein Dorf angegriffen? Sag mal, steht da nicht sogar immer, wer wen angegriffen hat? Ist das also nur eine rhetorische Frage als Stilmittel, um ihre Übermacht in diesem Konflikt zu repräsentieren? Nein. Ja. Sollten wir Tantchens Dorf angreifen? Scheiße, was wird Miss Heilk jetzt nur machen? Zaubern? Einen roten Bademantel anziehen? Oder sie haut ihn richtig eine rein? Dieses Spiel muss man einfach lieben. Coin Master. Oh, okay. Was soll ich dazu sagen? Wenn Bravo Lotto bessere Werbung macht als du, dann musst du halt leider wieder in die Grundschule. Aber Leute, vielleicht ist Coin Masters auch nur ein soziales Experiment, um uns zu zeigen, was Kapitalismus mit uns anstellt. Dass viel Geld zu viel Verantwortung führt, aber nicht alleine glücklich macht. Dass jeder unser Feind sein könnte. Dass wir uns zu oft auf Loyalität verlassen und enttäuscht werden, oder? Die verdienen echt viel Coins mit dem Geld. Get the fuck out!